Es ist der wichtigste Tag ihres Lebens. Nach 3 Jahren Lehre die alles entscheidende Prüfung. Ich habe 2 Stunden vielleicht geschlafen. Ich bin total aufgeregt, richtig nervös. 3 Jahre lernen, um endlich Friseur zu sein. 11 Azubis. 3 Prüfer. Ihr wisst, dass heute euer größter Tag ist, eure Abschlussprüfung. 8 Kameras halten diese entscheidenden Stunden fest. Hektik, Anspannung, echte Emotionen. Es steht viel auf dem Spiel. Sorry, Lena, aber ich muss jetzt richtig Gas geben, sonst bin ich am Arsch. Die Prüfung hat es in sich. 3 schwere Aufgaben. Schminken, schneiden, Haare färben. Dass es hier echt Leute gibt, die bei der Prüfung blondieren, die sind doch des Wahnsinns. Mhm. Da kann so viel schief gehen. Alles unter den Augen von kritischen Prüfern. Ich finde, ja, sie hat das falsche Modell für sich für die Prüfung ausgesucht. Sie hätte es einfacher machen können. Exklusive Einblicke in die Prüfung ihres Lebens. Wer wird es am Ende schaffen? Die Berufsschule in Esslingen bei Stuttgart. Heute ist ein wichtiger Tag. Abschlussprüfung für Friseurlehrlinge. Um 6:15 sind die ersten beiden Prüfer schon da. Jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Wenn sie es bestehen heute, sind sie Jungfriseurin und Jungfriseure. Ihr kennt eure Platznummer? Yes. Yes, klare Aussage. Die ersten Prüflinge trudeln ein. 3 Jahre Ausbildung liegen hinter ihnen. Wenn sie heute durchfallen, müssen sie ein halbes Jahr warten und können es dann noch einmal versuchen. Scheiße. Die Nervosität, die Anspannung. Sie ist mit den Händen zu greifen. Ich habe total gemischte Gefühle, muss ich sagen. Also einerseits denke ich mir, hey, geh positiv ran, das wirst du packen. Andererseits, ja, keine Ahnung. Man zweifelt halt kurz an sich, aber ich denke, bis man anfängt zu starten, wird es dann schon. Also hoffe ich zumindest. Rukia ist 23, kommt aus Esslingen, hat einen Realschulabschluss. Ihr Ziel? Hair- und Make-up-Stylistin. Unter den 11 Auszubildenden sind 10 Frauen und nur ein Mann. Patrick. Na, ich bin schon ein bisschen nervös, dass alles gut geht. Aber mehr schiefgehen kann es nicht. Rund 145.000 Friseure gibt es in Deutschland. Ist Patrick am Ende des Tages einer von ihnen? Für ihn stellt sich die größte Herausforderung gleich am Anfang, im ersten Prüfungsblock. Ich habe mich für das Modul Visagistik entschieden. Und da muss ich eine Gesichtsreinigung machen und eine Gesichtsbehandlung. Das wird die größte Herausforderung, weil ich das halt im Betrieb nicht mache. Patrick ist 22 und kommt aus dem württembergischen Hochdorf. Nach seinem Realschulabschluss wollte er zunächst Konditor werden. Inzwischen ist es 6:45. Die Prüfung soll in wenigen Minuten beginnen. Aber es sind noch nicht alle da. Die Sandra fehlt noch. Und was hat sie geschrieben? Der Luke steht schon da. Okay, kommt sie gleich. Und die Julia? Die Kolleginnen versuchen, die fehlende Julia anzurufen. Ich bin irritiert, dass einige nicht pünktlich kommen. Nicht gut. Wenn Julia in den nächsten 5 Minuten nicht auftaucht, dann ist die Prüfung für sie zu Ende, bevor sie begonnen hat. Automatisch durchgefallen. Doch dann. Julia, warst du im Stau, oder? Ja, ich hatte Müllabfuhr vor mir. Oh, hör auf. Schönen guten Morgen. Hi. Schönen Tag wünsche ich. Viel Erfolg. Ja? Dankeschön. Und bitte, du hast die Platznummer heute. Nein, wir haben gewechselt. Platznummer 4, bitte. Okay. Ich hab noch was im Auto. Okay, kann ich holen. Julia hat es also doch noch auf den letzten Drücker geschafft. Jetzt muss sie noch ihren Arbeitsplatz herrichten. Oh, mir geht's gut, ich bin nur aufgeregt. Julia ist 19 Jahre alt und kommt aus Esslingen. Sie hat mittlere Reife und will später einmal ihren eigenen Friseursalon eröffnen. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz zum Auto was holen. Julia, spring langsam, nicht dass ihr euch verletzt. Langsam springen.
Erleichtert? Oh, sehr. Weil das Schlimmste, wenn man zu spät kommt und dann die Prüfungskommission zwingt zu reagieren. Und das ist schon mal ein bisschen kritisch. Prüfer Josef Volk drückt noch einmal ein Auge zu und lässt Julia den Rest ihrer Scheren und Kämme holen. Ich habe 2 Stunden vielleicht geschlafen. Ich bin total aufgeregt, richtig nervös. Aber sie hat es noch rechtzeitig geschafft. Nun gibt es kein Zurück mehr. Alle Prüflinge sind da. Die Prüfung kann beginnen. Mein Name ist Peter Mitreuter. Ich leite die Prüfung heute. Ich habe den Prüfungsvorsitz. Ich darf euch die Prüfer vorstellen, die euch heute prüfen. Das besteht aus 3 Prüfungsmitgliedern. Das ist einmal der Lehrerprüfer, der Herr Volk. Guten Morgen. Einmal der Arbeitgeberprüfer, der Herr Thorsten Kaiser. Und die Arbeitnehmerprüferin, die Sabine Ziegler. Ihr wisst, dass heute euer größter Tag ist, eure Abschlussprüfung. Von unserer Seite aus wünschen wir euch ganz viel Erfolg. Wir drücken euch die Daumen und einen schönen Tag. Okay? Dann dürft ihr jetzt den Raum verlassen. Während die Lehrlinge draußen warten müssen, sehen sich die Prüfer die Prüfungsmappen an. Jeder Azubi hat eine eigene Mappe angelegt, in der steht, was sie in der Prüfung machen werden. Am Ende sollte das Ergebnis so sein, wie in den Mappen beschrieben. Das, was aufgeschrieben ist, das muss nachher passen im Verhältnis zu dem, was sie gemacht haben. Ja, und dann der Gesamteindruck kommt nachher noch dazu. Um die Prüfung zu filmen, ohne sie zu stören, haben wir 8 Kameras installiert. Vom Nebenzimmer aus können wir diese Kameras steuern und bei der Prüfung mithören. Der Countdown läuft. Mein Herz pocht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich werde einfach mein Bestes geben. Ich brauche was zum Essen, weil mir schlecht ist. Ehrlich. Jeder Auszubildende musste sich Modelle organisieren. Bei Julia ist ihre Mama mit dabei. Ja, auf alle Fälle bin ich aufgeregt, ob alles gut geht, ob sie es schafft, in der Zeit fertig zu werden. Ja, man fiebert ja schon mit. Patricks erstes Modell ist seine beste Freundin Sarah. Sie wird gleich eine Gesichtsbehandlung bekommen. Also ich denke, er kriegt das auf jeden Fall gut hin. Ja, wir haben viel geübt. Und dann endlich. Alle Prüflinge rein, ohne die Modelle bitte. Die reine Nettozeit ist eure Arbeitszeit am Modell. Habt ihr so geplant, laut Prüfungsmappe. Die Zeit ist manchmal euer Feind, also schon im täglichen Geschäftsrhythmus arbeiten. Denkt noch daran, dass die Prüfer euch während der ganzen Zeit, wenn ihr arbeitet, unter Kontrolle habt und beobachtet. Prüfungsaufgabe 1. Kolorieren, hochstecken oder Kosmetik. 90 Minuten Zeit. Patrick ist der Einzige, der sich für das Wahlmodul Kosmetik entschieden hat. Ja, das Schwierigste war schon die Gesichtsreinigung, also das Wahlmodul, die Gesichtsreinigung und die Massage. Seine Anspannung fällt auch Prüferin Sabine Ziegler auf. Wird Kosmetik auch bei Ihnen angeboten im Geschäft? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich habe das jetzt alles nur von Herr Röcker, von so einer alten Alzina-CD mir so selber beigebracht. Okay. Warum haben Sie das jetzt vorgezogen gegenüber Hochstecken, Haare färben, was ja eigentlich so Ihrer alltäglichen Arbeit entspricht? Weil mein Chef mir damals am Anfang von der Ausbildung gesagt hat, eigentlich, dass es dann nur ums Make-up geht. Und ich habe dann aber erst im Nachhinein erfahren, okay, ich muss auch eine kosmetische Behandlung machen. Und das wusste ich halt vorher nicht. Anders als Patrick hat sich Julia für das Modul Koloration entschieden. Und das heißt, ihre Mutter bekommt eine neue Haarfarbe verpasst. Sind Sie aufgeregt? Ich auch, ja. Du. Wahnsinn. Meine Mama. Ich war halt morgen auch, freut mich. Ich war eigentlich total entspannt. Ich habe meine Ansatzfarbe gemacht und meine Paintings habe ich gemacht. Trotz zu spät kommen und Stau. Ich sag, ich parke jetzt mein Auto noch weg.
da vorne schnell hingestellt, kein Parkticket geholt. Super. Hätte ich vorhin machen können, egal. Auch Rukia koloriert, scheint aber etwas angespannt zu sein. Nicht so viel mit dem Kopf bewegen. Okay. Sorry. Oh Gott, es war. Allein das Aufstehen war erstmal so scheiße. Du willst nicht hin, aber doch, du musst hin. Wie bitte? Wie viel ist es? Ich weiß es nicht mal. Die Arbeit der Azubis wird von den Prüfern genau beobachtet. Bei manchen Sachen dachte man so, okay, da weiß man jetzt nicht ganz genau, was man macht. Gerade bei der Gesichtsmassage und sowas, die Abläufe musste ich halt schon ziemlich lernen und dass ich das halt auch wirklich noch auf die Reihe bringe. Welche Wirkung hat die Maske, die Sie jetzt auftragen? Bitte? Welche Wirkung hat die Maske, die Sie jetzt auftragen? Die sorgt für ein schöneres Hautbild, versorgt die Haut wieder mit Feuchtigkeit. Während Patrick zügig vorankommt, läuft Rukia die Zeit davon. Ich habe einfach ewig gebraucht, die ganze Zeit. Zeit ist gerade, ja. Wie ist es? Ich weiß es nicht mal. Lange Haare im Modul Farbe ist einfach fast nicht zu bewältigen. Die aufwendige Farbtechnik mit Strähnen und so weiter, man sieht, da kommt man immer an die Grenzen. Julias Modell, ihre Mama, hat auch nicht gerade kurze Haare. Aber Julia scheint mit dem Druck besser umgehen zu können. Die Paintings, das ist eine Freihandtechnik ohne eine bestimmte Vorgabe sozusagen. Also man kann dann frei wählen, wie stark trägt man die Farbe auf, also wie viel Masse trägt man auf, wie zeichnet man das Haar, wie stark schattiert man es. Und das ergibt dann immer ein anderes Bild noch. Auch Rukia hat in ihrer Prüfungsmappe Paintings stehen. Sie schreiben, dass Sie Paintings machen. Genau. Jetzt sind es aber normale Folien. Also bei uns sagt man dazu Paintings, weil man sie dicker webt. Bei uns sind Foliensträhnen, die ganz fein gewebt. Okay. Und das sind Paintings. Mhm. Eine Antwort, die Prüferin Sabine Ziegler verwundert. Ja, stimmt so nicht. Paintings ist ganz klar, das, was Sie machen. Freihandtechnik, Malen im Haar. Painting, sagt Sascha. Wir werden ja wirklich bewusst auf Module angemeldet. Da ist es halt auch so vorauszusehen, dass du da eigentlich am stärksten bist. Und eigentlich bin ich das. Ob Rukia am Ende die Prüfungsaufgabe 1 wirklich besteht? Patrick kämpft unterdessen auf der anderen Seite mit dem Make-up. Scheiße. Was mache ich hier eigentlich? Auch wenn Patrick sich gerade mit der Kosmetikaufgabe abmüht, er ist froh, jetzt nicht Haare färben zu müssen. Dass es hier echt Leute gibt, die bei der Prüfung blondieren, die sind doch des Wahnsinns. Mhm. Da kann so viel schief gehen, dass die Abmattierung nicht so wie bei dir ist, wenn es noch ein bisschen gelb ist und dann stehe ich halt da und so, hups. Julia lässt bei ihrer Mama inzwischen schon die Farbe einwirken. Geplant hat sie 2 Farbtöne, Kupfer und Dunkelbraun. Mal sehen, ob das klappt. Rukia ist immer noch beim Einfärben. Sie hat ja das, was sie geschrieben hat, als Zeitfenster total überzogen. Das gibt natürlich wenig Punkte. Patrick ist mit seinem Programm durch. Ich werde dann soweit. Sie sind fertig? Ja. Das Make-up steht. Die Prüfer kommen zur Begutachtung. Man sieht in den Gesichtern auch einfach gar nichts. Von uns? Ja. Das ist auch richtig. Man sieht einfach nichts. Das ist unfair. Aber du hast doch hier so ein Gefühl, oder? Ja. Das ist nicht schlecht. Und das ist ausschlaggebend. Ja, aber es muss ja nicht mit ihrem Gefühl übereinstimmen. Aber wir sind ja bald Fachleute, du und ich. Prüfer Josef Volk macht Patrick Mut und kontrolliert anschließend sein Modell. Können Sie nach meinem Stift bitte nachschauen und langsam öffnen. Und langsam öffnen. Mach nichts. Schau, schwierig. Ja, noch mal ein bisschen ins Kinn nach oben bitte. Okay. Was der Prüfer sieht, überzeugt ihn leider nicht. Schau mal deine Lippe an. Was? Die Lippe. Ja. Guck dir
Auf die Lippen. Der Blickfang, die Lippe, die ging so gesagt total in die Hose. Die war sehr schräg, schief und ja, je nach Mimik, Ausdruck von der Dame, hat die sich ganz stark negativ verändert. Das war wohl nichts. Für Patrick ist diese Teilprüfung nun gelaufen. Er hätte vielleicht ein anderes Modul wählen sollen. Also ich fand jetzt nicht so, dass es seine Stärke war. Das Schminken, die Visagistik, Kosmetik, ja. Wie sieht Patrick selbst diese erste Prüfungsaufgabe? Lief gut, ich bin voll zufrieden. Mit dem Ergebnis bin ich auch zufrieden. Die Prüfer haben jetzt noch nichts gesagt, die haben ein Pokerface. Da hat man nichts gesehen, aber ich bin vollkommen zufrieden, lag voll in der Zeit. Zum Vergleich, Modell Sarah vor der Prüfung und danach. Das sieht besser aus wie in den Proben. Patrick ist fertig. Rukia rennt gegen die Zeit an. Prüfungsstress pur. Leute, wie soll ich das schaffen? Fuck. Auch bei Julia läuft nicht alles wie geplant. Die Farbe wirkt nicht, wie sie soll. Nach der Einwirkzeit kam dann trotzdem noch mal ein bisschen der Stress, weil dann musste es noch mal ein paar Minuten länger drauf bleiben, weil es noch nicht ganz fertig war. Und dann musste es noch kurz auskühlen und dann kam dann schon kurz der Zeitdruck. Die sind rot. Die sind voll rot. Das ist rot. Statt rot sollten die Haare eigentlich kupferfarben sein. Rukia wirkt langsam, aber sicher konfus. Können Sie mir sagen, wie lange ich noch habe? Ach, guck auf die Uhr, 10.50 Uhr muss fertig sein. Jetzt wird es für die Prüflinge eng. Julia hofft durchs Waschen auf die richtige Farbe. Jetzt sieht's kupfrig aus. Was? Jetzt sieht's kupfriger aus. Auch Rukia ist nun beim Waschen. Alter, warum wirkt die Scheiße nicht? Ganz schön verkackt. Wenn die Prüflinge nicht fertig werden, gibt es drastischen Punkteabzug. Also wir haben noch ein paar Minuten, gell? Es geht noch ein bisschen länger. Wie viel? Fast 10 Minuten. Wie viel? Weiter. Okay. 10 Minuten, knapp 10 Minuten. Also bis um 11. Oh, okay. Das ist so weiter. Rukia kann es also noch schaffen. Sorry, Lena, aber ich muss jetzt richtig Gas geben, sonst bin ich anders. Julia ist währenddessen bei ihren letzten Handgriffen. Ich bin auch fertig. Hat sie die gewünschte Farbe getroffen? Die Prüfer gleichen die Kolorierung mit den Angaben in Julias Prüfungsmappe ab. So, Countdown läuft, 5 Minuten. Julia hat das Färben in der vorgegebenen Zeit geschafft. Also auch eine sehr aufwendige Arbeit. Sie hat sich ziemlich durchgekämpft, aber das Ergebnis war richtig schön, sehr stimmig. Sie hat was rausgeholt, auf jeden Fall. Doch. Prüfungsaufgabe 1 ist erledigt. Die erste Anspannung fällt. Julia, wie lief's bei dir? Sehr gut. Hat alles super geklappt. Die Zeit war top. Die Farbe ist so, wie sie sein sollte. Alles perfekt. Vorher noch graubraun. Jetzt trägt Julias Mutter Kupfer. Ich finde, man hat ihr die Nervosität überhaupt nicht angemerkt. Sie hat es souverän gemacht. Im Prüfungsraum läuft die Zeit für Rukia ab. Ich bin kurz vom Heulen, aber ich muss jetzt fertig glätten. Nur noch wenige Sekunden und sie muss noch glätten. So, Rukia. Rukia will es nicht wahrhaben und bürstet weiter. Okay, Augenblick schön. Bitte. Jetzt ist definitiv Schluss. Die Prüfer sehen sich die Farbe an. Wie sie die Arbeit benoten, erfahren die Prüflinge erst am Schluss. Nach allen Prüfungsaufgaben.
Es bleibt also spannend. Was für ein Gefühl hat Rukia selbst? Ich bin leider nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Aber es ist gelaufen. Also die Globalfarbe stimmt schon überein. Es ist eine Mittelbraun. Aber eben, hoppala. Also hier, das stimmt schon überein mit der Ton. Es ist einfach zu wenig gewesen. Also das Dunkle dominiert extrem. Kannst du dich mal kurz umdrehen? Ja. Das Positive ist halt, dass ich eine Tönung verwendet habe, also eine Intensivtönung, und dass ich das Ganze rauswäsche. Das heißt, es wird heller. Aber jetzt brauche ich es so, wie ich es jetzt brauche und nicht, wie es entwickelt. Und das kotzt mich richtig an. Der Unterschied ist auf jeden Fall enorm. Vorher war Modell Lena blond, jetzt ist sie dunkelbraun. Ein bisschen sauber machen und dann... Okay, ganz schön Gas gegeben. Ja, Gas gegeben, aber scheiße. Manche, haben wir festgestellt, waren doch sehr, sehr nervös. Sind etwas unter ihrem Leistungsniveau geblieben. Kurze Pause, einmal durchschnaufen. Die nächsten Modelle sind schon da. Die Prüflinge müssen jetzt Damen frisieren. Patricks Modell ist die Mutter seiner besten Freundin. Also wir schneiden es jetzt ungefähr auf Mitte Hals. Dann färben wir alles in ein hellbraun beige Gold. Und den Nacken hier machen wir in der Dreiecksform in Rot. In Patricks Mappe sieht das Ergebnis dann so aus wie Sandra Bullock. Auch Julia hat viel mit ihrem Modell vor. Die beiden kennen sich schon lange. Es wird ein leicht kupfriger Ton. Der Schnitt ähnelt Sassoons Firefly. Also auch um einiges kürzer. Vidal Sassoons Firefly ist das Vorbild. Ein Klassiker unter den Damenschnitten. Rukia hat sich wieder gefangen. Das muss sie auch. Denn die nächste Prüfungsaufgabe beginnt jetzt. Als Modell ist ihre beste Freundin Lou mit dabei. Sie hat momentan noch lange, hellbraune Haare. Das Ziel ist etwas kürzer, dunkler und lockiger. Nach meinem Modul der Koloration war wirklich gerade eine Welt für mich zusammengebrochen, kurz, einen Moment lang. Hab da auch wirklich draußen weinen müssen, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich bin kein Typ, der heult, wenn etwas schief läuft, sondern ich mache eben weiter. Habe ich auch dann. Hab mich gefasst, bin wieder zu mir gekommen und habe mir gedacht, nee, jetzt gibst du nicht auf, jetzt ist ein neues Modul, neues Modell und jetzt gibst du dein Bestes und machst weiter. Prüfungsaufgabe 2, Damenfrisur plus Make-up. Zeit 170 Minuten. Ja, es wird spannend, weil wir ja drei verschiedene Themen haben. Jetzt haben wir den Haarschnitt, wir haben die Farbe und haben die Kosmetik. Und das muss alles drei natürlich zusammen harmonieren. Und deshalb, man sieht ja, jeder fängt mit einer anderen Arbeit an und muss dann wieder pünktlich halt fertig werden. Also wieder Faktor Zeit. Diese zweite Prüfungsaufgabe ist die längste Teilprüfung des Tages. Nach der schwachen ersten Prüfung steht besonders für Rukia einiges auf dem Spiel. Als sie weiß, wenn sie nichts auf den Punkt bringt, dann wird es schwierig. Wird Rukia es schaffen? Sie freut sich auf jeden Fall, dass ihre Freundin nun ihr Modell ist. Ich war halt so geil, dass du gekommen bist, ehrlich. Kennst du das, wenn es dir nicht gut geht, dann kommt jemand Vertrautes und es ist einfach so, du lachst oder es baut dich halt auf, sag ich. Denk mal, du bist jemand Fremdes, du bist mir so auf den Sack gehen. Nicht auf den Sack, aber ich war halt genervt und so. Julia greift schon wieder mutig in den Farbtopf. Sie hat sich in den letzten Wochen gut auf diese Prüfung vorbereitet. Eigentlich trage ich immer so kreuz und quer. Aber jetzt habe ich mir in den Wochen vor meinem Urlaub habe ich es mir angewöhnt, wieder so zu machen, damit ich es an der Prüfung auch so mache. Auf der anderen Seite kämpft sich Patrick durch die Haare seines Modells. Er fängt allerdings mit dem Schneiden an, nicht mit dem Färben. Am Oberkopf, die 2 Zentimeter müssen Sie noch schneiden, ja. Okay, dann fange ich mit der Stufung an. Sie können ja nachher trotzdem von unten anfangen, aber ich müsste jetzt am Oberkopf die 2 Zentimeter abgeschnitten haben, bitte. Klare Ansage von Prüferin Sabine Ziegler. Sie will sehen, was Patrick kann. So. Mhm.
Es kommt auch auf jeden Fall noch mehr weg. Genau, deswegen. Das war schon. Okay, okay. Kurz durchatmen und dann weiter. Also mein Modell hatte sehr viele Haare. Das ist eigentlich nicht so üblich. Und zu viele Haare schneide ich auch nicht ganz so oft. Julia ist noch beim Färben. Ziehe ich eigentlich? Ja. Es war stressig, es war emotional. Was Patrick nach den ersten Schnitten sieht, macht ihn nicht glücklich. Okay, ein bisschen auf der Seite, um einiges kürzer als auf der anderen Seite. Oder täuscht mich das? Eine Seite kürzer als die andere, das klingt nicht gut. Die sind hier definitiv länger. Warum sind die hier länger? Ich muss schon sagen, Tattoo schreiben, asymmetrisch. Ich habe erst mal geschnitten und habe mir dann gedacht, okay, ist vielleicht doch noch ein bisschen lang, was ich in der Prüfungsmappe angegeben habe. Dachte mir so, okay, da muss noch mal was weg. Und dann habe ich ein zweites Mal geschnitten. Das hat mich dann so ein bisschen rausgebracht, weil ich dann noch mal alles machen musste und alles kürzer. Julia ist mit dem Färben durch und macht sich ans Make-up. Zuerst habe ich die Farbe aufgetragen. Und während der Einwirkzeit, die war 30 Minuten, habe ich schon mal angefangen mit dem Augen-Make-up, damit ich mir das hinterher sparen kann. Zeit, die auch Rukiye gut gebrauchen könnte. Sie macht sich nach dem Färben an den Schnitt. Du bitte jetzt beim Schneiden so drauf achten, dass dein Kopf gerade ist, sonst stimmt der Schnitt nicht, okay? Wenn du mit deinen Augen so nach links guckst, tut dein Kopf automatisch mit oder rechts, das ist normal. Aber es ist dann für mich scheiße, wenn ich zum Beispiel so mache und du guckst nach rechts, dann ist es nicht mehr gerade. Wir haben ja Vorgaben und darum, danach wird bewertet und nicht nach dem, was ich jetzt schön finde oder auch nicht. Die Prüfer blicken ständig über die Schulter. Der Druck ist hoch. Gut, bitte konzentrier dich, guck auf einen Punkt in der Mitte. Ja, sonst wird die Stufe eine Katastrophe. Julia kann dagegen noch lachen. Bist du entspannt? Ich würde dir gerne eine richtig schöne Kopfmassage geben. Würde ich total gerne machen. Ich habe nur leider keine Zeit dafür. Patrick ist mit dem Schneiden so gut wie fertig. Na, man findet doch immer wieder was. Langsam ist Zeit. Ob es dadurch wirklich besser wird? Egal, ich rufe dir einfach zum Kontrollieren. Ja, ich wäre dann mit dem Schnitt soweit. Die Prüfer kommen zusammen und beurteilen erst einmal nur den Schnitt. Kurz ein paar Worte und ein paar Abteilungen. Und also wir haben es jetzt so auf Halslänge geschnitten. Den Pony hier, der ist jetzt noch zu lang, den schneidet man nachher schon trocknen, dass der nicht zu kurz wird. Kurz mal die Abteillinien zeigen. Also ich habe einmal so abgeteilt für die Stufung und dann abgeschnitten. Da muss ein bisschen runterkämmen, dass wir die Linie besser sehen. Das Modell den Kopf vielleicht ein bisschen nach vorne nimmt. Zur Erinnerung. In Patricks Mappe war das Vorbild Sandra Bullock. Also die lesen die Mappe schon durch. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie es so genau machen. Also ich habe mir da schon die letzten drei Wochen komplett die Prüfungsmappe gemacht und mit meinem Chef zusammen einfach, dass alles stimmt. Auch Rukiye ist mit ihrem Schnitt in den letzten Zügen. Doch wie schon bei der ersten Aufgabe läuft es nicht rund. Und es passt trotzdem nicht. Du hast ganz schön viele Haare. Boah, das ist echt unterschätzt. Du hast richtig viele Haare. Als ich dann gesehen habe, dass wir auf die Schulterlänge gehen, es war ja eine Art Longbob mit Stufen, und ich dann gemerkt habe, scheiße, sie hat so volles Haar, jetzt musst du das so einpointen oder beziehungsweise so schneiden, dass es noch fließend aussieht, ohne dass da eine harte Stufe zu sehen ist, weil ich muss ja da in dem Punkt Volumen abbauen und nicht Volumen aufbauen. Der Schnitt, den ich aber vorher eingeplant hatte, war für Volumenaufbau gedacht. Also musste ich ein bisschen umswitchen und das hat mich total nervös gemacht. Das Berufsbildungszentrum in Esslingen in der Nähe von Stuttgart. Hier findet heute die Abschlussprüfung für 11 Friseur-Azubis statt. Die Prüflinge sind mitten in der zweiten Prüfungsaufgabe. Eine Damenfrisur mit Schneiden und Färben sowie ein passendes Make-up.
Prüfling Julia Rahm macht sich nach dem Färben und dem Make-up nun ans Schneiden ihres Modells. Ich bin so konzentriert, ich krieg gar nichts mit irgendwie. Die 19-Jährige hat sich einen komplizierten Schnitt für ihre Prüfung ausgesucht. Den sogenannten Firefly von Vidal Sassoon, ein Klassiker unter den Damenhaarschnitten. Die Prüferin fragt nach. Ich will fragen. Diagonal, die Schnittlinie, also praktisch am Oberkopf. Sollte das jetzt heißen, dass das vorne wegläuft? Weil auf dem Bild haben Sie das ja jetzt in diese Form gebracht. Das kommt jetzt. Hier ist meine Fingerhaltung ein bisschen diagonal. Okay. Nach vorne kürzer. Ob das der Prüferin reicht? Weiter zu Patrick. Dann standen die Prüfer immer wieder hinter mir und haben dann die Prüfungsmappe auch komplett genau durchgelesen, was ich da drin stehen habe, wo ich mir auch dachte, okay, das sollte jetzt eigentlich schon stimmen. Und deswegen kam ich da so ein bisschen ins Wanken. Dunkelbraun und Kupfer sollen die Haare werden. Dunkel wird es zum Glück schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Rukia ist beim Make-up und kurz vorm Verzweifeln. Was habe ich mir dabei gedacht? Das war scheiße. Es war die meiste Kraft, die ich hatte, schon weg. Und es war so die Reste, die ich noch hatte. So, das steckst du jetzt rein und machst das Beste draus. Klar. Was habe ich mir dabei gedacht? Vor allem mich wirklich vorher zu üben. Das ist einfach schon wirklich. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss weitermachen. Schon bei der ersten Prüfung am Morgen lief ihr die Zeit davon. Anders Julia. Sie ist im Plan. Und bei dir machen wir jetzt Haarfarbe, gell? Und Schnitt. Und Schnitt. Gut. Beginnen wir mal mit der Haarfarbe. Wenn die Damen auch da sind. Das halten wir mal kurz. Beim Schnitt darfst du nachher kämmen. Jetzt kämmen wir mal kurz die Haarfarbe durch, oder? Mittelblond, leichte rotbraune Richtung. Drei Prüfer begutachten genau, ob Schnitt und Haarfarbe den Vorgaben aus der Prüfungsmappe entsprechen. Also am Ansatz ist die Farbe richtig schön, man sieht den Kupferstich und das sollte einfach so ein Bam. So eine Farbe sein. Und ja, jetzt ist halt ein bisschen anders als Gewalt, aber ist trotzdem schön. Ob es bei Patrick Bam macht? Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Gut, was jetzt natürlich die Prüfer sagen, ist was anderes. Was die Prüfer jetzt natürlich sagen, ist was anderes. Auch der einzige Mann unter den 11 Azubis muss sich nun dem Urteil der Prüfungsjury stellen. Patrick, ja? Patrick, würdest du bitte dein Modell mit Stuhl hier ranschieben, bitte? Ja. Wir beurteilen jetzt Finish und Make-up. Also ich sag gleich dazu, dass die Farbe nicht hundertprozentig gedeckt hat, weil sie war vorher immer blond. Und ich habe eigentlich gedacht, wenn ich jetzt 6% nehme und die normale Farbe reicht das, aber ich hätte vielleicht eine doppelpigmentierte Farbe nehmen sollen. Drückt noch durch. Das, ja, das Graue drückt noch ein bisschen durch. Die Farbe hat nicht ganz so funktioniert, wie er sich vorgestellt hat. Er hat aber sofort auch gemerkt, woran es lag. Ist ja auch immer viel wert, ne, wenn man auch den Fehler findet. Und ansonsten, er hat sein Styling hinbekommen, sein Make-up. Ja, hat er ganz gut gemacht. Auf jeden Fall sieht man einen enormen Unterschied. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt nicht nur vom Schnitt, auch von der Farbe her wirklich toll gemacht. Rukia ist tatsächlich pünktlich fertig geworden. Ihre schwangere Freundin Lou sieht allerdings nicht so glücklich aus. Sie müssen sich nun den Prüfern präsentieren. So. Unser Anlass ist ja eine Babyparty, weil sie ja schwanger ist. Genau. Und deswegen haben wir bewusst ein etwas stärkeres, aber jetzt nicht zu starkes Make-up ausgewählt, weil es eben den Tag über geht und auch am Abend praktisch die Party. Sie ist geschminkt. Also es ist ein Sommer-Make-up.
Wird Rukia die verpatzte erste Prüfung ausgleichen können? Reicht ihre Leistung aus? Die Ruki hat sich zum Schluss hin richtig gemacht. Also die Farbe, die war ein bisschen, die hat geschwankt. Da wusste ich nicht so recht, ob das wirklich so gewollt war. Aber sie hat wirklich zum Finish hin, hat sie richtig Gas gegeben. Das Gesamtmodell war einfach der Hammer. War gut. Hat mir sehr gut gefallen. Eine der besten, finde ich, ja. Gute Nachrichten für Rukia. Sie kann die Abschlussprüfung insgesamt also doch noch bestehen. Zum Schluss war es eigentlich super. Also ich war mit meinem Schnitt zufrieden, mit meinem Styling auch total. Es war, glaube ich, das Beste, was mir heute gelungen ist, das Make-up und das Styling. Richtig cool. Rukias Modell vor der Prüfung und danach. So könnte sie nun gut auf eine Babyparty gehen. Jetzt fehlt noch Julia mit ihrem Modell. Was als erstes auffällt, sind nicht die Haare, sondern das Kleid. Das stimmt. Das Kleid war so eine spontane Idee. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind. Es war einfach so, hey, komm, lass das machen. Das wird cool. Hat bestimmt noch niemand gesehen oder noch niemand an der Prüfung gemacht. Und dann ist mir auch bewusst geworden, warum das vielleicht noch nie jemand gemacht hat, weil das echt, ich saß 2 Wochen, saß ich dran, 2,5 Wochen. Saß ich an dem Kleid und hab's immer nach Feierabend habe ich genäht und geschnitten. Hat sich die Arbeit gelohnt? Kann sie die Prüfer mit dem Gesamteindruck überzeugen? Das Kleid war natürlich, das hat natürlich fast die Frisur übertrumpft. Sie hat ein ganz besonderes Kleid angehabt, das Modell. Aber die Haare hat sie auch noch ganz gut hinbekommen. Sie hat sich mit dem Schnitt sehr schwer getan. Das war ein sehr schweres Modell, wie ich fand. Also da hätte ich, sag ich mal, als Ausgelernte auch ein bisschen dran arbeiten müssen und ein bisschen mitdenken. Ich finde, ja, sie hat das falsche Modell für sich für die Prüfung ausgesucht. Sie hätte es einfacher machen können. Aber sie hat mit dem Styling, mit dem Make-up, mit dem Gesamten, hat sie doch noch gut gepunktet. Die Extraarbeit kam also bei den Prüfern an. Julia und ihre Bekannte sind glücklich. Ja, ganz gut eigentlich. Jetzt kann es verknittern. Ja, jetzt ist egal. Die Verwandlung vom blonden Lockenkopf zur rothaarigen Walküre hat funktioniert. Ich finde es eigentlich wirklich gut und es sollte eigentlich auch wirklich eine sichtbare Veränderung sein. Und mit 2 Farbtöne und wenn man vorher nachher vergleicht, ist es ja schon wirklich anders. Die Gesellenprüfung ist damit aber noch nicht zu Ende. Schon sind die nächsten Modelle da. Jetzt kommt der letzte Prüfungsteil, das Herrenmodell. Und zwar Freestyle. Also alles, was erlaubt ist nach der neuen Modelinie, wird man jetzt bestimmt tolle Sachen sehen. Rukia muss sich jetzt noch einmal anstrengen. Sonst wird es beim Gesamtergebnis eng. Die verpatzte Koloration vom Morgen hängt ihr noch nach. Ich bin fix und fertig. Ich bin müde. Ich bin seit 5 wach oder früher. Jetzt habe ich noch ein Modell, der wirklich bevorsteht und dann fertig. Prüfungsaufgabe 3. Ein Herrenhaarschnitt plus Styling in 45 Minuten. Rukia hat sich gut überlegt, was sie schneiden will. In ihrer Prüfungsmappe ist die Vorlage dazu. Patricks Modell kommt aus der Abteilung Wuschelkopf. Später soll er so aussehen. Da kann jetzt nicht mehr viel schief gehen. Außer ich vergessen, irgendwie Aufsatz aufzusetzen auf die Maschine und mache ihm eine Glatze. Das wäre dann arg blöd, aber das ist mir noch nie passiert. Deswegen, da kann eigentlich nichts schief gehen. Auch Julia will bei ihrem Modell deutlich die Länge reduzieren. Bei ihrem besten Freund sollen vor allem die Seiten kürzer werden. Ihr habt jetzt 45 Minuten Zeit. Für beides, Haarschnitt plus Finish plus ein bisschen präsentieren. Wir stören euch nicht, aber in 45 Minuten sind alle fertig, müssen alle fertig sein. Wir standen alle da, okay, jetzt geht's los, alle Maschinen an, einfach nur noch losgelegt, so schnell wie möglich. Das Berufsbildungszentrum in Esslingen in der Nähe von Stuttgart. Hier findet heute die Abschlussprüfung für 11 Friseur-Azubis statt. Die Damenfrisuren sind geschafft. Nun steht die letzte Aufgabe an.
Ein Herrenhaarschnitt inklusive Styling. Die Zeit dafür 45 Minuten. Ein Vorteil bei den Männern, die Wolle geht schnell runter. Trotzdem ist Rukir wieder unter Zeitdruck. Ich muss Turbo machen. Chill, chill. Ja, mal locker. Chill, mal. Mach keinen Panik. Mach es locker. Chill. Ich mache es kaum, weil ich einfach im Alltag, muss ich gestehen, an Damen arbeite, eher Farben mache und Schnitte. Und in letzter Zeit hatte ich dann wirklich ein paar Herren geschnitten, aber von ein paar ist es nicht getan. Sie fühlt sich einfach unsicher. Routine, vielleicht. Routine hat Patrick beim Herrenhaarschnitt jede Menge. Er ist sich nur mit der Länge nicht ganz sicher. 7 brauche ich circa. Ja, also, aber weißt du, das ist jetzt schwer zu schätzen von mir aus, 10 Stiebel. Ist mir gar nicht schnell, aber es ist mir noch zu lang. Julia arbeitet wie immer hochkonzentriert. An den Seiten ist schon einiges weg. Muss ja auch. So soll die Frisur ja am Ende aussehen. Die 19-Jährige liegt gut in der Zeit. Ich habe eine klassische Herrenfrisur geschnitten. Unten kurz, oben ein bisschen länger. Mit Übergang auf beiden Seiten. Patricks Erfahrung mit Herrenschnitten zeigt sich. Er ist schon beim Styling angekommen. Dürfen wir zum Stylen dann auch schon Sachen reingeben, alles? Oder yes, müssen Sie das noch irgendwie kontrollieren? Machen. Ganz fertig okay. Machen. Okay. Patrick beginnt also zu stylen. Er ist in seinem Element. Das ändert sich, als Prüfer Josef Volk vorbeikommt. Patrick, darf ich mal ein bisschen was mitschauen? Ein bisschen mal zusammen gucken. Was denn? Wie? Ich bin mit dem Nacken noch nicht ganz fertig. Den mache ich nachher noch sauber. Im Ernst? Ja. Da waren wir ganz kurz irritiert. Wir haben es kurz so im Prüferteam besprochen. Ungewöhnlich für uns, dass man ein Finish vor Ende des Schnittes macht. Den mache ich nachher noch sauber. Der ist schon fertig. Aber ist eine komische Sache. Finish machen und dann nachschneiden. Warum? Das mache ich immer erst, wenn ich einen Umhang wegmache. Ach, schon so irritiert hier, weil der Nacken ist. Okay, mach's noch. Okay. Gut, dann komme ich nochmal. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil wenn meine Kollegin mir die Haare schneidet und dann mich geföhnt hat und mir dann die Haare hinten einen Umhang aufmacht, dann fallen die ganzen Haare in mein T-Shirt rein und alles und dann juckt es den ganzen Tag, wenn die mir morgens die Haare schneidet. Rukir rasiert den Nacken vor dem Finish. Komm, wasch dein Gesicht und dann wasch mir deine Haare. So, wir haben noch 9 Minuten Zeit. Bei Rukir geht es um alles. Sie muss Gas geben. Noch 9 Minuten? What the fuck? Was, ne? Voll kalt, gell? Ja, besser. Oh, ich schön. Du sagst 9 Minuten, oh mein Gott, wohin? Und nebenan bei Julia? Wir sind fertig. Bei Rukir wird der Druck immer größer. 9 Minuten, Alter. Chill. Warte, ich heb's gleich auf. Noch 7. Ich muss das noch korrigieren hier. Hektik und Stress. Nichts bleibt unbeobachtet. Die Prüfer sehen genau hin. Das ist mein Bugs, Bro. So, meine Damen und Herren, die Zeit ist um. Bitte zurücktreten von den Modellen. Den Umhang wegmachen, bitte den Boden sauber zusammenkehren. Und dann würde ich Sie bitten, die Prüflinge einfach kurz den Raum zu verlassen. Ich bin leider nicht fertig geworden. Mein Styling ging, wenn es hochkommt, 5 Minuten. Also ich habe ein Turbo-Styling gemacht. Julia ist auf die Sekunde fertig. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie so schnell einhergeschnitten wie gerade eben. 45 Minuten für Schnitt und Styling mit, ich sag jetzt mal, unserer wenigen Erfahrung ist schon hart. Jetzt warten alle auf das Urteil der Prüfer. Zuerst der Herrenhaarschnitt von Rukir. In dem Bereich war sie relativ souverän, hat auch ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Und also im Verhältnis zu den anderen Arbeiten ein deutlicher
Schritt nach oben, auch punktemäßig dann. Punkte also für Rukia. Große Übereinstimmung mit der Vorlage aus ihrer Prüfungsmappe. Und Julia? Hat ihre Arbeit überzeugt? Sie hat eine starke Längenreduzierung gemacht, hat aber in der Qualität die Übergänge und die Form des Schnittes sauber hinbekommen. Auch Julia hat ihr Ziel also erreicht. Und wie sieht es mit der Frisur von Patricks Modell aus? Hat er am Ende den Nacken noch korrekt ausrasiert? Reicht es zum Bestehen? Das ist völlig ungewohnt für uns und zum Glück hat er es gemacht. Und sonst wäre das, weil es ja Sperrfach ist, kritisch geworden. Das ging also gerade noch mal gut. Den Look hat er auf jeden Fall getroffen. Es ist vollbracht. Die 11 Friseur-Azubis haben alle Prüfungsaufgaben mehr oder weniger gut gelöst. Die Anspannung fällt ab. Ey, ich hab's hinter mir, oh mein Gott, die ganze Prüfung, geil. Gut, also schnell, sehr, sehr schnell. Ich bin wirklich voller Haare. Es piekst überall, mein Gesicht klebt. Auf jeden Fall, ich hab's hinter mir. Pure Erleichterung, dass die Prüfung vorbei ist. Aber haben Sie bestanden? Die Spannung steigt. Warten auf das Gesamtergebnis. Ja. Hi. Julia. Servus. Also Julia, nach den ersten Auswertungen haben wir die freudige Mitteilung, dass es aussieht, dass Sie die Prüfung bestanden haben. Geil! Ciao, mach's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Julia ist jetzt offiziell Friseurgesellin. Ich hab's geschafft. Ja, klar. Ich hab's geschafft. Bitte locker eine Rauchen. Oh, danke. Einer nach dem anderen wird nun sein Ergebnis erfahren. Jetzt ist Patrick dran. Hat er trotz der verpatzten Kosmetik in der ersten Prüfungsaufgabe bestanden? Patrick. Sorry. Was passiert, Chef? Weizengag. Ja, Patrick, nach erster Auswertung können wir die erfreuliche Aussage machen, dass du bestanden hast. Sehr gut, herzlichen Dank. Dankeschön. Das ist schon ein geiles Gefühl jetzt. Jetzt zu wissen, dass ich bestanden habe, ist schon erleichternd auf jeden Fall. Heute Morgen waren noch so ein paar Zweifel da. Das und das könnte schief gehen und das könnte nicht ganz so klappen. Aber jetzt bin ich echt erleichtert und bin glücklich und kann jetzt für Nacht wieder gut schlafen. Fehlt noch Rukia. Boah, ich kotze gleich. Ja, wir haben die erfreuliche Nachricht, Ihnen zu berichten können, dass Sie nach den ersten Wochen bestanden haben. Nochmal. Sie haben bestanden nach uns. Ich freue mich. Ich bin gerade rein. Nicht so, ich glaube, ich war die Letzte, weil Sie mir sagen wollen, dass es nicht geklappt hat. Oh Gott. Ja, auch. Schönen Feierabend. Vielen Dank Ihnen auch. Ciao. Tschüss zusammen. Heute Morgen habe ich geheult, als ich raus bin. Zwischendurch habe ich gesagt, gut, du musst wiederholen. Dann wieder waren Momente da, wo ich gedacht habe, doch, das hat gereicht. Vorhin wieder nicht, aber ja, es hat gereicht. Oh mein Gott, ich glaub's nicht, ich hab's geschafft. 3 Jahre. Happy End auch für Rukia. Nach einem langen Prüfungstag endlich Friseurin. Julia, Patrick und all die anderen, sie haben es geschafft. Sie haben 3 Jahre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen.